Was für ein Wetter. Damit, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich wollte ich heute ein Full Day of Eating abdrehen. Allerdings wird das die nächsten Tage ein bisschen stressig bei mir mit dem Film. Da ich Besuch habe von meiner Schwester mit meiner Nichte und die laufen dann so bei uns rum und das ist dann immer ein bisschen stressig, da jetzt immer die Kamera zu zücken und sowas. Kann ja auch nicht sagen, sag mal leise bitte, ich will filmen. Also zu meiner Schwester schon, aber meine Nichte, das wird ein bisschen schwer. Deshalb dachte ich mir, ich mache einen chilligen Vlog und das Full Day of Eating wird dann irgendwie wann anders folgen, also die nächste Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Ich habe ja vor, noch ein paar Videos zu machen, deshalb wird auf jeden Fall noch ein Folie auf mich hinkommen. Wie man sehen kann, bin ich schon beim Kraftwerk. Ich treffe mich hier mit Nils. Und dann filmen wir den Booster-Test für meinen Kanal ab vom Radical Riot Hardcore 2. Und wir nähen natürlich noch heute Brust und Bizeps. Läuft. Geht's, ne? Nochmal. So, den Booster haben wir jetzt angemixt, werden wir jetzt austrinken hier ganz gemütlich. Nils ist natürlich auch am Start, wie gesagt, und dann gibt es ein geiles Brusttraining. Ja, den Booster-Test seht ihr dann morgen auf jeden Fall und ich würde sagen... Erste Übung, Schrägbank drücken mit Kurzhanteln. Ich fange einfach mit 35ern an, einen Satz habe ich schon hinter mir. Und deshalb kommt jetzt der zweite Satz. Ergibt Sinn, oder? War ganz gut. Ja. Letzter Satz, jetzt mal die 37,5er. Ich habe die schon einmal gedrückt, also einen Satz davor. Jetzt werde ich die nochmal versuchen. Und ja, das ist sicher. Nächste Übung, die gerade Bankdrückmaschine von Amazon. Sie sehen jetzt, wie er gleich anfängt. Playtime is fucking over. Mit seinem Maximalgewicht haut er 3 Stück raus, glaube ich, maximal. Sehr schön. Erster richtiger Arbeitssatz. Mal gucken, was so geht. Nächste Übung, Kabelfleiß. Sehr viele Wiederholungen. Jetzt wird der Bizeps trainiert. Ist das kurz? Auf geht's! So geil leer hier, ne? Alles leer. Alles leer. Oh, was ist er denn? Nächste Übung und die letzte für mich, glaube ich. Also ich guck mal, ob ich mich danach noch gut fühle, um eine Bizeps-Übung zu machen. Ich habe 4 Sätze Set-Curls gemacht, jetzt kommen die Hammer-Curls. Relativ, ich sag mal,
schwerer, also 8 bis 10 Wiederholungen. Einfach durchziehen. Ich habe nicht gezählt. Drei. Eieiei. Das brennt. Was sagst du dazu? It's burning. Das Training ist durch. Jetzt wird das Fazit abgedreht. Easy. Easy. Und das gibt es jetzt bei mir Post-Workout, Haferflocken, Whey und einen Apfel. Einen halben Apfel in Porridge-Style. Richtig geil. Das Porridge ist drin, das Training war übrigens richtig geil. Das Wetter ist auch übelst geil heute und ich war noch ein bisschen unterwegs und so. Und jetzt gibt es bei mir was richtig Geiles. Und zwar Pancakes mit einer Magerquark-Schokosoße sozusagen. Also es ist halt eigentlich nichts Schokoladiges. Also es sieht so ein bisschen braun aus, weil einfach noch ein ganz bisschen Schokowell für den Geschmack drin ist. Aber ansonsten... Pancakes, richtig geil. Ich habe die mal versucht, so ein bisschen kleiner zu machen. Und ein so ein Riesending, richtig geil. Echt Bombe, vor allem, weil es auch richtig geil schmeckt. Und ja, das gönne ich mir jetzt. Und dann gibt es noch was anderes zu essen auf jeden Fall. Ich bin bis Samstagnachmittag ungefähr in Berlin. Ihr seht das Video am Samstagmittag hoffentlich, wenn alles gut läuft, Amir. Die Leute, die mir bei Snapchat folgen, werden auf jeden Fall ein bisschen sehen, was da so abgeht, beziehungsweise was ich da so mache, esse oder sonst was. Aber ansonsten werde ich da nicht großartig vloggen. Das heißt, ihr könnt morgen auf das Booster-Video gespannt sein. Übrigens fühle ich mich noch richtig gut nach dem Booster. Und ja, ihr werdet morgen dann nochmal das zweite Fazit, unsere zweite Meinung zu dem Booster Radical Riot Hardcore 2 sehen. Ja, wie gesagt, und dann geht es Samstag jetzt wieder auf zum Training und dann Sonntag wieder wahrscheinlich Boxen. Also auch wieder Beine und dann Boxen, mal gucken. Klingt auf jeden Fall nach dem Plan, das heißt, nächste Woche gibt es wieder ordentlich Videos. Also hoffentlich ist eigentlich so geplant. Mal gucken. Aber erstmal das hier gönnen. So sieht meine letzte Mahlzeit aus. Ein kleines Rührei mit einer Tomate einfach so rübergeschnibbelt. Sieht ganz, ja, entspannt aus. Ich bin übrigens auch übertrieben im Arsch. Ich weiß nicht, ob man das hört. Meine Nase ist zu und ja, ich habe keine Halsschmerzen oder so, aber ich habe so Schnupfengefühl, aber ich denke zu 90%, dass es von meiner Allergie kommt. Aber es könnte natürlich sein, dass ich auch jetzt leichter anfällig bin, krank zu werden, beziehungsweise anfälliger auf Krankheiten und dann ja, dementsprechend auch ja, krank werden könnte. So, also dass so dieses Vorsymptom ist. Ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich nicht. Wäre natürlich übelst blöd jetzt, also wäre richtig unnötig. Wirklich richtig unnötig. Übrigens wollte ich nochmal ganz kurz auf das letzte Video eingehen mit der Donation-Sache. Richtig geil, dass das so positiv ankam. Also es kam echt, ja, ziemlich gut an. Ziemlich positiv, wie gesagt. Und hier habe ich auch schon geantwortet. Cool, dass es so positiv ankommt. Danke. Und ja, generell ziemlich positives Feedback. Es haben auch schon einige donated. Ich kann ja mal einen auf so einen Streamer machen und vorlesen. Gabi Starby, danke für dein 5€ Donate oder Donation. Nergis55, danke für dein 2€ Donation. René, danke für dein 1€ Donation. Ja, so machen das jetzt Streamer, die lesen das selber vor. Eigentlich haben auch alle ihren Wunschbooster reingeschrieben, außer der René. Der hat geschrieben, gib jetzt einen Kuss auf die Backe. Okay, gut. Warum auch immer. Ganz kurz zu der Streaming-Geschichte. Einige haben auch kommentiert, ja, ob ich Bock habe, mal Twitch zu machen oder ja, generell zu streamen. Also ich kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen. Ich habe auch richtig Bock darauf. Es ist, ich sag nicht, es ist in Planung, aber es ist ein Gedanke auf jeden Fall, in die Richtung zu gehen, irgendwann mal auch. Aber ja, es ist wie gesagt noch nicht in Planung. Es ist ein Gedanke und ich habe auf jeden Fall auch Bock darauf und genau, also... Ja, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ich muss sagen, Twitch gucke ich auch erst seit kurzer Zeit relativ intensiv und, also was heißt kurze Zeit, also ich habe es jetzt nicht vor 3 Jahren oder so geguckt oder vor 2 Jahren, sondern ich gucke es echt so, ja, noch nicht so lange und das macht echt Bock, Twitch zu gucken. Also bestimmte Livestreams machen da echt Bock zuzugucken und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer Twitch guckt, beziehungsweise wer guckt was auf Twitch und was könnt ihr so empfehlen und ob ihr generell, ja, Twitcher seid, also Twitch-Gucker seid. Oder nicht? Und ja. Checkt das Video mit den Infos zu der Donation ab, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, ja, der Link ist in der Beschreibung, ja, falls ihr mich supporten wollt und bei der Booster-Verlosung mitmachen wollt. Und ich habe keinen Akku mehr, mein Akku geht gerade leer. Also mein
Balken, der blinkt schon. Und ich würde das Video an dieser Stelle beenden. Es passiert auch nichts mehr Spannendes mehr. Ich fahre ja morgen nach Berlin. Ich muss jetzt das Video schneiden und dann noch andere Videos schneiden. Und dann läuft die ganze Sache. Also wenn ihr das Video seht, bin ich ja bald da. Ich bin bald wieder in Göttingen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, chillige, kurze Vlog gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Und ich sage wie immer nicht, gebt den Daumen Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Und noch bei den nächsten Videos zum Beispiel. Und auch abonniert, falls ihr euch abonniert habt. Und morgen kommt der Booster-Test, wie gesagt. Und ja, ansonsten, ihr könnt, wie gesagt, donaten, wenn ihr Bock habt. Und bei der Booster-Verlosung mitmachen. Und ja, bis zum nächsten Video.